das Singen von den Kleinen, das Singen finde ich speziell schön in Zurz. Dieses Jahr das erste Mal sogar mit den Mädchen. Ist ja die letzte Gemeinde, die die Mädchen dazugenommen haben. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört. Das sieht ganz komisch aus, alle Knaben mit den Glocken, die Mädchen ohne. Das sehe ich nicht ein, weil in Samaden bei uns haben auch die Mädchen Glocken. Einerseits finde ich, man könnte ja Tradition sein lassen. Aber es ist so, wie es ist. Es gibt einen Wandel und man muss es akzeptieren. Ich finde das super, dass die Mädchen jetzt auch die Gelegenheit haben. Es war eine Frage der Zeit, dass das schlussendlich kommen muss und auch soll. Sie sollen sich auch partizipieren können. Ich finde das super. Eben, es war eigentlich keine Diskussion für uns Mädchen. Das war klar, es ist, der Landemarz ist etwas von den Buben. Und, ich bin immer schauen, ich bin immer mit, also hinten mitgelaufen, wie die Touristen eigentlich. Ich mir anschauen, aber es war nie eine Diskussion zum Mitmachen. Ich fand es einfach schade, dass wir nicht mitmachen durften. Aber wir sind dann trotzdem mitgegangen, weil wir beweisen wollten, dass wir das auch können. Dieses Mitlaufen. Wir waren dann einfach ja, mit dabei, aber nicht ganz ein Teil davon. Mir ist es eigentlich egal. Also, ich fand die Tradition vorher auch mit den Jungen also sehr schön, weil die Mädchen die konnten ja auch zuschauen und alles und an den Berlin gehen und so. Schön. Das war eigentlich fast das Gleiche. Ich finde, wenn man Chalandamarz so mit den Mädchen macht, dann macht man entweder alles mit den Mädchen oder gar nichts mit den Mädchen. Das heißt, auch mit der Glocke, mit in die Häuser rein und so, ja.